Er ist exzellent gebaut, steckt voller kreativer Ideen und ist rasend schnell unterwegs. Testschlag mit dem Dragonfly 40, dem neuen Flaggschiff der dänischen Werft um Jens Kvarning. Die nackten Fakten beeindrucken. 12,40 Meter Länge über alles, 8,40 Meter Breite und dennoch nur 5,8 Tonnen schwer. Eine Zuladung von stattlichen 1,8 Tonnen soll laut Werft möglich sein. Und selbst dann wiegt die große Libelle noch 500 Kilo weniger als beispielsweise eine X4.0. Bei den Baustoffen setzt Konstrukteur und Werftchef Jens Kvarning nur bei den Masten auf Kohlefaser. Die Rümpfe werden im Handauflegeverfahren laminiert. Womöglich kommt die Vinicell-Sandwich zum Einsatz. Und damit der Leichtbau auch wirklich leicht bleibt, fertigt die Werft sämtliche Kunststoffteile lieber gleich selbst. Wir testen heute die Ultimate-Version mit höherem Rigg, überlappendem Vorsegel und besserer Ausstattung. Am Wind trägt der Mast 113 Quadratmeter Tuch. In der zahmeren Touring-Variante sind es 90 Quadratmeter. Auf 45 Grad zum Wind loggen wir 8,5 Knoten. Der Wendewinkel ist mit dem eines Monohulls vergleichbar. Die sehr kleinen Schotwinkel machen es möglich. Hoch am Wind muss der Rudergänger aber konzentriert steuern. Sonst verliert man schnell einen Knoten Speed oder man segelt zu tief. Klar, richtig spannend wird es, wenn der 80 Quadratmeter große Code Zero gesetzt wird. Denn dann geht die Post ab. Die Beschleunigung ist für Einrumpfsegler ungewohnt. In Drückern sind schnell mal 20 Knoten erreicht. Und das ohne darum kämpfen zu müssen. Das ist der große Trumpf, den der Dragonfly bietet. Rasantes Segeln mit leicht abrufbarer Geschwindigkeit. Die Schwimmer bieten sehr viel Auftrieb und damit große Sicherheitsreserven. Selbst in den Böen bis 24 Knoten taucht der Leeschwimmer nicht weg. Vielmehr setzt der Dragonfly die wachsende Windenergie gleich in noch mehr Fahrt um. Einziges Manko: der Testschlag geht viel zu schnell zu Ende. Zeit für den Blick unter Deck und der überrascht erstmal, denn hier unten gibt es deutlich mehr Raum als erwartet. Unter Deck bietet der 40er Dragonfly so viel Platz wie ein etwas kleinerer Einrümpfer, natürlich nicht so viel wie ein 40 Fuß Einrumpfboot, aber schon sowas wie 36, 37 Fuß Boot oder ein älteres Boot, 39, 40 Fuß. So viel Platz findet man hier schon. Das ist beim Dragonfly zum ersten Mal auch in so einer klassischen Aufteilung möglich. Vorne Vorschiff, Salon, dann habe ich hier eine große Pantry, Achterkajüte hier direkt hinter mir. Auf der anderen Seite gibt es eine separate Toilette. Das fühlt sich hier schon nach relativ viel Boot an. Nicht wie gesagt wie 40 Fuß Einrumpfbooten aktuell ist, aber es ist ausreichend Lebensraum vorhanden. Und was auffällt ist, wir haben hier extrem viel Licht. Wir haben hier sehr große Fenster an den Seiten vom Aufbau, die viel Licht bringen. Wir haben ja schon im Salon drei Luken, drei große. Deswegen ist es hier so schön hell und dann hat es auch noch Rumpffenster. Natürlich ist es ein Multihull, kein Kiel, kann theoretisch kentern, die Gefahr besteht. Deswegen gibt es natürlich auch eine Fluchtluke. Das ist ganz witzig, die ist dahin in der Achterkajüte und sorgt dafür, dass man in dieser Achterkajüte sich gleichzeitig nicht nur eine Fluchtmöglichkeit hat, sondern auch einfach gar nicht eingesperrt fühlt, weil man ein bisschen, man kriegt zwar draußen was mit, man sieht Lichtreflexionen über der Wasseroberfläche und hat das Gefühl, man ist gar nicht so weit unten drin. Gleichzeitig ist es aber sehr behaglich, weil es geht hier um die Ecke rein, man liegt da sehr tief weit unten im Rumpf und es ist eine sehr behagliche kleine Höhle eigentlich. Also ich glaube fast, das wäre mein Favorit hier in dem Schiff. Erstaunlich, die Kopffreiheit unter dem Cockpit ist angenehm üppig und die Kojen sind für zwei Erwachsene komfortabel groß.
Damit der Dragonfly trotz seiner schlanken Wasserlinie so viel Innenraum bietet, hat der Rumpf so eine Taille. Das heißt, er ist unten relativ schlank und dann gibt es so einen Knick und er wird oben wesentlich breiter. Das sieht man hier an verschiedenen Stellen im Schiff. Erstmal sieht das an den Sitzhöhen in der Kojen. Damit man hier gut sitzen kann, sind die eben oberhalb des Knickes. Das heißt, dass die eigentlich zu hoch sind, um richtig zu sitzen. Meine Füße hängen hier in der Luft. Im Normalfall würde man das nicht haben wollen. So, das ist unbequem. Aber es wäre nicht Dragonfly, wenn das so wäre, wie es ist. Denn es gibt natürlich eine ausklappbare Fußstütze hier drüben, die man hier runterklappen kann. Und dann hat man quasi einen zweiten Boden und dann sitzt man wieder sehr bequem. In der Praxis sieht das dann so aus. Der Ausbau ist übrigens ungewohnterweise mit einem Ulmenfurnier gefertigt, aber makellos gelungen. Angenehmer Nebeneffekt des Knicks im Mittelrumpf, er wirkt als Wasserabweiser, daher segelt der Dragonfly auch bei hoher Geschwindigkeit trocken. Eine andere Stelle, wo man diesen Knick erkennt, sind die Stauräume. Wenn man einen aufmacht, dann sieht man, dass die Stauräume eben hier oben sehr schön tief sind und hier unten, wo der Rumpf schlank wird, wo die Wasserlinie schlank ist, da hat man dann eben sehr viel weniger Stauraum. Trotzdem, für einen Trimaran ist das schon ganz schön geräumig im Hauptrumpf. Das Vorschiff des Dragonflies, auch hier sehr schön hell. Ich habe hier wieder Rumpffenster, wir haben hier eine große Luke, wir haben hier noch so eine kleine Scheibe nach vorne. Dadurch hat man hier viel Licht und auch hier für einen Trimaran ist die Kojenfläche einmal sehr schön. Die liegt auch wieder relativ weit oben, damit sie eben oberhalb dieses Knicks im Rumpf liegt. Ich habe hier aber auch viel Stehhöhe, weil der Bereich für die Füße kann natürlich im schmalen Bereich des Rumpfes sein. Das heißt, ich habe hier auch genug Höhe. Auffällig ist dieses extrem massive Schott hier. Das ist aber nicht nur eine Verkleidung, sondern das ist wirklich so ein massives Schott. Das muss nämlich die gesamten Druckkräfte und Zugkräfte von den Beams aufnehmen. Und Werftchef Jens Quorning sagt, dass das Schott muss 25 Tonnen verkraften. Das ist also kein Wunder, dass das hier ein 9 cm dickes, massives Bauteil ist. Und auch die Beams selbst sind extremen Belastungen ausgesetzt. Sie werden im Vakuum-Infusionsverfahren laminiert und danach getempert. Übrigens, das Einklappen der Schwimmer passiert mittels Endlosleine und E-Winch. Pro Seite braucht man 45 Sekunden, um von 8,40 Meter auf hafentaugliche 4 Meter Breite zu kommen. Beim Zusammenklappen schwenken die Floats nach Achtern und heben den Mittelrumpf etwas an. Die Gesamtlänge erhöht sich so auf stolze 14,17 Meter. Praktisch, der Stauraum in den Floats kann für allerlei Equipment genutzt werden. Statt Schlauchboot bietet sich ein Kajak als Tender an. Bleibt noch die Suche nach dem Motor. Im Testboot ist ein mächtiger 90 PS Yanmar verbaut. Im Standard gibt es 40 PS. Was auffällig ist, er steht praktisch draußen. Also er ist nicht im Schiff eingebaut, wie man das normalerweise kennt, sondern hier der Zugang ist komplett aus dem Cockpit. Riesendeckel zum Aufmachen, man kommt hier überall gut ran. Zum Boot hin gekapselt. Ich habe also keinen Gestank und weniger Lärm im Boot. Und der sitzt hier so weit hinten, einerseits wegen der Gewichtsverteilung, andererseits sitzt er aber vor dem Sail Drive, also umgedreht eingebaut. Und der Sail Drive sitzt auch so weit hinten, damit er eben weit genug oben sitzt, damit man mit dem Trimaran problemlos trocken fallen kann, ohne dass man den Antrieb in die Erde drückt. Zum Trockenfallen oder den Besuch von flachen Buchten eignet sich natürlich auch der geringe Tiefgang. Von 2,20 Metern kann das Schwert aufgeholt werden, dann taucht der Dragonfly nur noch 70 cm tief ins Wasser. Am Ende wie immer die Frage nach dem Preis und der hat es leider in sich. Für einen segelfertigen 40er muss man knapp 675.000 Euro hinblättern. Unser Testboot in der Ultimate-Version mit Zusatzoptionen ist für stolze 882.000 Euro zu haben. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Bauweise und der ausgeklügelte Faltmechanismus ihren Preis haben. Und wenn man dann noch den großen Radius betrachtet, der beim Sommerturn dank des Geschwindigkeitspotenzials drin ist, relativiert sich der hohe Preis zumindest in Teilen wieder.
Wollt ihr mehr zum Test mit den Dragonfly 40 lesen? In der Yacht 14 2020 findet ihr alle Daten schwarz auf weiß.